Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ja, wir sind immer noch in den Slums unterwegs. Direkter gesagt in Sektor 6 mit Aeris. Und das ist ganz gut, dass sie hier nicht alleine unterwegs ist, denn das ist hier ein bisschen creepy, denn man findet hier alles. Man findet hier... Das ist ein Ort, wo man für Geld einfach alles bekommt, vermutlich. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Okay, und wir sind hier gerade vermutlich vor einem Freudenhaus. Und wir müssen ein bisschen mit Leuten reden, denn aktuell... Ah, Moment. Ich habe da so eine Idee. Denn... Oh, Moment. Erstmal, hier ist noch ein Weg nach links. Jetzt habe ich gerade auf die Minimap geguckt. Schon gewusst? Wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lüstling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Oh ja, jetzt wo es sagt, sehe ich's. Geh mal eben durch. Mal gucken, was hier abgeht. Wo sind wir denn hier? Ah, hier. Oh, eine Materie. Das sieht mir doch schon nach einem... Hey, alles gut bei dir? Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Das will ich nicht... Ist okay, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, nimm die Materie und geh weg. Okay, kann man hier irgendwie durch? Nee, leider nicht. Na gut. Auch das war nicht der Weg, den wir vermutlich... Oh. Hier wird über Materia geredet. Ich hätte auch ganz gerne mehr Materia. Aber passt schon. Ja. Ziemlich enge Gassen. Und ich habe hier ein bisschen die Orientierung... Nee, ich habe doch nicht die Orientierung verloren. Da geht's wieder hoch zu Don Corneo. Lass da mal eben kurz hochgehen. Ich will mal gucken, ob der... ob hier... Jackie? Nee. Okay, wir müssen hier rein. Aber ich weiß... Von früher... Also früher... gab es hier einen NPC, den musste man triggern und durch das Triggern dieses NPCs kam man hier durch. Der wurde wohl rausrationalisiert. Okay, es muss dann also andere Personen geben, die die nötigen Hinweise liefern. Habt ihr einen Plan? Kann man mit euch reden? Nee. Oh, der sieht doch... Okay, der ist einfach nur dreckig. Hab's verstanden. Dann reden wir doch mal hier mit den Leuten im Gym. Ich glaube, das war das Gym hier. Ah, ne. Noch besser. Hier gibt's Futter. Was läuft denn hier ab? Ach, Karaoke. Ja, klar. Des Japaners Lieblings... Oh. Der Typ ist was. Lass mich in Ruhe. Ich bleib hier, bis ich meine Inspiration wieder habe. Okay. Inspiration ist was Schönes. Ja, da drüben ist glaube ich das Gym. Eigentlich musste ich niesen, aber irgendwie will's nicht. Ganz komisch. Hi, was geht hier ab? Ey. Wer ist euer Boss? Ich will zu eurem Boss. Gibt es hier irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Hallo? Ah, hier gibt es eine Kiste, wenigstens etwas. Dann nehme ich halt eben die. Hübsches Badezimmer habt ihr hier. Ein Stirnband. Ah. Nee, einfach nichts. Nichts.
Na gut. Irgendwie muss es hier ein... Ah, hier gibt's was. Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Ja, ich bin auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Ich bin auf der Suche nach Tifa. Aber irgendwie, jeder kennt sie, aber keiner will mir was dazu sagen. Ach Mensch, seht mal. Zumindest Chatley hier. Was macht der hier? Hallo Klaus. Junge. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Gibt's neue VR-Missionen? Nee, gibt's nicht. Gibt's hier irgendwas Neues? Auch nicht. Na gut, okay. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörer-Materia erstellt. Ah. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Hier gibt's wieder neue Sachen. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfberichte abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Das wird ja immer besser hier. So, was hat er denn hier? Meister der Gegenstände. Verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen. Das ist cool. Irgendwie. Ja, nehmen wir mit. Boah, die nächste kostet 5000. Das ist so böse. Was für eine VR-Mission haben wir denn? Chocomoppel. Ach, hier ist es eine zweite. Das ist ja witzig. Weil wir haben nämlich schon die, Nee. Moment. Auf weitere. Ganz klar, Moment. Zu meinem Kampfbericht. Ja, alles ist gut. Ich muss mal eben ganz kurz in die Materia gehen. Hier sind es tatsächlich zwei verschiedene. Zwei verschiedene Esper. Na gut, dann kämpfen wir gegen das Chocomoppel. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin... VR-Mission. Chocomoppel! Ja! Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Willkommen zurück im Shinra Combat Simulator. Du bist nicht hübsch. Aber wir haben Aeris diesmal dabei. Das ist wenigstens etwas. Nee. Ah, fuck. Ich wollte gerade weglaufen. So. Erstmal kurz einmal die Analyse setzen. So, wirksam, leicht resistent gegen physische Angriffe. Okay, magische Angriffe scheinen ganz normal zu funktionieren. Ja, dann ist ja wohl safe, was war. Oh, ein Mogri. Und der wirft mit Bomben. Nicht dein Ernst. Oh, und da kommt ein Bomber um die Ecke geflogen. So, jetzt aber Magie. Nehmen wir mal Blitzra. Auf Schokomoppel oder auf den Fetten? Einmal auf Schokomoppel. So. Nee. Wir werden mit Aeris Magie, und zwar Eis, auf den Dude werfen. Der rollt hier durch die Gegend. So, Magie, wie gesagt, scheint nicht so krass zu sein. Wie geht er denn mit Feuer um? So, und noch eine Rotation, um ihn in Schock zu bringen. Wunderbar. So, dann lädt sich unser Beschwörungsbalken auch auf. Das ist perfekt. So, wir können jetzt wieder massiv viel Magie einsetzen. Fangen wir an mit Feuerer, dann von ihr nochmal Blitzra obendrauf. Und weil Cloud sowieso schon gerade dabei ist, haben wir noch Magiepunkte? Ja, wir haben noch Magiepunkte dafür. Oh, da kam gerade wieder irgendwas. Da ist wieder so ein fieser Fettsack. Ich glaube, dadurch, dass hier die ganze Zeit diese Bomber durch die Gegend düsen, übernimmt diesmal Aeris das Beschwören und
beschwört uns Shiva. Ich hab dich schon erwartet. Hallöchen, Shiva. So, Cloud hat jetzt die Möglichkeit, noch zwei ATB-Balken einzusetzen. So, dann gib mal alles. Große Bombe. Oh oh. Ich lauf noch lieber von der Bombe weg. Ja, genau deshalb. Und nochmal. Himmelschlag. Nee, dafür warten wir erstmal ab, bis wir die zwei, ATB-Balken voll haben. Aeris hat noch keinen voll. Whee! Da rollt er durch die Gegend. So, Magie, Blitzra. So, Shiva ist noch voll gut dabei. Nee, 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 weg! Ah, ich wollte gerade sagen, das war blöd, weil er gerade eben dieser Jump kam. So, Cloud hat jetzt die Möglichkeit, zwei Esper-Fähigkeiten zu machen. Dann machen wir hier den Himmelschlag auf den Schokomoppel. Und komm, jagt den Schock. Sehr schön. Cloud ist auch noch im Limit Break. Dann kann er gleich noch den Limit Break reinpulvern, während er gerade... Nice. Das ging einfach. Cloud, herzlichen Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Toll. Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Voll cool. So, damit haben wir wieder einen Kampfbericht abgeschlossen. Jetzt frage ich mich, ich freue mich auf weitere wie unsere Kampfberichte eigentlich gerade aussehen. 10 von 14. Wir haben doch schon einiges wieder beendet. Oh, das ist sehr schön. Analyse zum Schockphänomen. Ist auch bald durch. Also zumindest erhöht den Schaden. Okay, das ist mal interessant. Das müssen wir mal irgendwie mal herausfinden, wie wir das machen. Hast du jetzt irgendwelche coolen neuen, zufällig ein paar neue Materie, die du loswerden möchtest? Nee. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, und ich würde mich freuen, herauszufinden, wo wir jetzt hier eigentlich hin müssen. Bei Don Corneo ist irgendwie nichts weiter groß. Gehen wir nochmal hier lang. Was denn hier? Ah, okay. Ich kenne dieses, kenne diese Ecke. Die brauchen wir später irgendwann. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Keine Ahnung, aber hier drüben ist wohl irgendwie... Ah, wir sind wieder am Eingang. Sehr gut. Wo waren wir denn noch nicht? Okay, wir waren anscheinend schon mal... schon fast überall. Aber wir waren noch nicht hier drin. Da möchte ich aber jetzt mal rein. Vielleicht bringt das ja was. Einfach mal kurz ein bisschen umgucken. Toiletten, die sehen sogar ganz gut aus. Ein kaputter Vendor. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Hat sich schon wieder super gelohnt, hier rein zu spazieren. Hyper. So, hier haben wir Türen. Hallo, jemand hier? Völlig egal, sag mir, wo tiefer ist. Okay, du kannst mir nicht sagen, wo tiefer ist. Egal, wir gehen die Türen durch. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Tja. Das kommt davon. Das hat so ein bisschen Las Vegas Charakter. Erst sind alle besoffen, dann fragen sie sich, wie sie hingekommen sind. Hallo, ihr zwei. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Naja, irgendwie so anders. Okay, ich möchte nicht wissen, worüber die beiden da reden. Aber hier nach... Hier gibt's nochmal irgendwas. Aha. Hier gibt's nochmal einen Weg. Und der Weg führt uns vielleicht endlich zu einer Ecke,
direkt interessant sein kann. Was haben wir denn hier? Achso, wir haben eh nicht so viele Soundtracks, die wir hier nehmen können. Okay, wir gehen hier mal durch. Hier hinten scheint irgendwas zu sein. Was genau? Keine Ahnung. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Das hat uns irgendwie noch nicht so richtig weitergebracht. Oh, bei dem Ding muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist defekt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist defekt. Vielleicht kaputt? Ich mach's. Hereinspazier, nur keine Scheu. Naja, komm. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Absolute Weltneuheit auf dem Wallmarkt. Ein vollautomatisierter. Ganz toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Mit dem Zeug, den du uns hier versuchst aufzutischen. Hi, was geht's so? Wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Was bietet ihr denn an? Ihr bietet Gegenstände. Die Honeybee Inn. Ja, komm. Wir haben eigentlich gut Geld. Wir nehmen den Kram einfach mit. Ein Echoschirm, kuriert stumm, Supertrank. Nee. Nichts Interessantes. So, ich versuche hier irgendwie einen Weg zu finden, um an tiefer ranzukommen. Aber ich finde auch nicht so wirklich viele Leute, mit denen ich reden könnte dafür. Was ist hier oben? Das ist ein schöner kleiner Platz. Hier ist doch sicherlich, ich sag's ja, hier ist eine Kiste. Her damit. Elixier, okay. Riesengroß und viele Menschen und man weiß einfach nicht, wo man die Suche anfangen soll. Also, was heißt die Suche? Jetzt laufe ich wieder falsch rum. Wir wissen ja, was wir brauchen. Moment. Bin ich jetzt wirklich falsch rumgelaufen? Nee. Das ist alles so verwinkelt hier. Ich sehe das hier noch irgendwie. Ah, hier kann man mit jemandem reden. Alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse. Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus. Okay, das klingt aber seltsam. Gehen wir mal hinterher. Wovon reden die? Ziemlich dunkle Ecken. Wer bist du? Hallo? Diese Bauchschmerzen. Oh Leute, das ist schon die zweite Person, die hier irgendwie herumreiert. Das ist langsam echt nicht mehr lecker. Hey du Vogel, ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Das ist ja ekelhaft. Ich meine, diese Stadt, oder dieser Wallmarket muss ja erbärmlich stinken. So, irgendwas war doch jetzt mit einer komischen Person. Habt ihr euch der Sache angenommen? Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Ja. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Oh. Ein richtig starker, was? Natürlich. Wir können uns gegenüber Corneo oder Sam keine Schwächen erlauben. Nee. Du hast rein gar nichts gesehen. Ist klar, oder? Ich will hier aber durch. Du stehst im Weg, Junge. Merkst du es nicht? Habt ihr euch der Sache angenommen? Nee. Alles erledigt. Ich komme hier nicht durch. Schade. Wurde von Touristen gesehen. Beseitigt sie. Das ist ein Wetter. Aber das ist zumindest mal ein stiller Ort hier. Das muss man ja auch mal sagen. Das findet man auch eher selten hier. Und da geht die Partymeile wieder los. Ist was? Hinter allen Banken steckt doch der Shinra-Konzern. Am Ende. Ha.
Moment, wo haben wir hier noch irgendwelche Gassen, die wir noch nicht durchforstet haben? Hier vorne. Einmal nochmal zurück. Dann hier und hier ist noch was. Oh, hallo. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Das ist schön. Geh mir aus dem Weg. Ich will zu der Kiste. Auch das klappt nicht. So. Gucken wir mal, was hier unten abgeht. Gibt es hier irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Niemand. Könnt ihr nicht reden? Wollt ihr nicht reden? Ach, wir sind wieder hier angekommen. Ganz geil. Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch gar nicht. Sehe ich gerade, hier ist ja auch so ein Weg. Und auf der Minimap wird er mir noch mit dunkel angezeigt. Oder ausgegraut. Das klingt gut. Mädchen ist Melita, kein Zweifel. Das ist wissenschaftlich bewiesen und empirisch belegt. Okay. Oh nein, das lässt sich leicht falsifizieren. Moin, moin. Hi. Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Oh. Ja, ich auch. Ich möchte auch von euch versichert werden. Dann empfehle ich unsere Versicherung mit Selbstkostenbeitrag. Irgendwie nicht. Nein, nein. Du steigerst dich da zu sehr hinein. Nein, nein, nein. Auch nichts hier. Aber schön, dass Aeris da einfach draußen stehen bleibt. Ich wollte gerade fragen, haben wir überhaupt schon Frauen gesehen? Ja, wir haben ja auch schon Frauen gesehen. Sieht's bei euch denn aus? Nichts, nichts, nichts. Was ist mit dir? Nee, da wollte ich doch gar nicht lang. Okay, was ist mit dir hier, Honigbienchen? Sind Sie nicht Moment. Die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Wait. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Das ist ja mal interessant. Aber wenn wir Honigbiene können, kennen... Dass mir die Leute mit Hausverbot nicht. Kommen wir dann nicht hier irgendwie rein oder so? Kommen Sie gerne später wieder. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe einfach mal eine Runde schlafen. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube zwar irgendwie nicht. Moment. Ah, okay. Das ist nicht die richtige Richtung. Ich will. Anders. Da drüben, okay. Dann einfach hier runter und dann die nächste links. Hier ist nur Futter, hier ist Schlafen. Schlafen klingt gut. Ich glaube, das ist zwar nicht so ganz richtig, aber okay. Was soll's. Probieren wir's. Willkommen. Eine Pause gefällig? Ja, machen wir. Herzlich willkommen. Ich glaube, das hat aber im Endeffekt nichts gebracht. Hey, hier sitzt einer, mit dem wir reden können. Ich habe gehört, mein Sohn Johnny soll sich hier auf dem Wallmarkt rumtreiben. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens 8 Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. Na. Super. Eine Information. Ja, wir haben Johnny gesehen.
Moment, vielleicht ist es aber auch genau das. Meine Frau muss dich leider in Sektor 7 lassen. Zu Hause ist sie besser aufgehoben. Das bunte Treiben hier würde sie nur verschrecken. Ich kenne das natürlich nur vom Hören sagen. Nicht, dass ich selbst mal, also. Na gut, okay. Erzähl mir mal was. Wir kümmern uns um alle deine Bedürfnisse. Das ist schön. Aber das hilft mir nicht weiter. Das hilft uns gar nicht weiter. Also wir wissen, wo Don Corneo wohnt. Aber wir haben keine Möglichkeit, da reinzukommen. Das haben wir jetzt eigentlich auch begriffen. Also ich kann es ja jetzt nochmal versuchen, nachdem wir geschlafen haben. Aber das wäre jetzt echt seltsam. Ne, die Tür bleibt zu. Und Eris hat auch gar keine Ahnung, wie wir hier weiterziehen können. Auch hier, diese Seitengasse bringt gar nichts. Und hier ist auch nichts weiter. Hier ist zwar irgendeine Art Eingang, aber nicht für uns bestimmt. Moment, lag da irgendwas? Ja, hier liegt auf jeden Fall was. Aber auch nichts, was wir nutzen können. Was habe ich wo verpasst? Frage ich mich jetzt gerade. War auch nur eine Kiste. War vielleicht doch irgendwas hier? Aber ich glaube nicht. Hier gab's definitiv nichts. Das ist nur eine Sackgasse. Zu der einen Stelle konnten wir nicht durch. Und die andere Stelle ist eine Sackgasse. Und genau. Ah, wir sind hier aber vom Süden gekommen. Wir könnten auch einfach mal hier hochgehen und gucken, was hier abgeht. Hahaha. Denn das ist ja die andere Seite. Vielleicht finden wir dort irgendjemanden. Oder wir werden gleich wieder zurückgelotst mit der Aussage, nö, hier mal nicht entlang. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, dass wir von da gekommen sind. Aber wir sind ja von hier gekommen. So, aus dem Weg, ich hab's wichtig. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Oh, hier ist irgendwas, wo wir noch nicht waren. Zu. Ganz toll. Ah. Aber ihr könnt mir auch nichts weiter erzählen dazu, ne? Ist ja klar. Was ist mit euch? Nichts. Ah. In diese Richtung scheint auch nichts weiter zu sein. Außer komische Gestalten, mit denen ich nicht reden kann. Hier ist quasi ein Ort mit Wasser und einem Loch und einer Kiste. Eine Kiste ist auch gut. Sternanhänger. Aber sonst... keine großen weiteren Informationen an dieser Stelle. Also man kann im... ah, jetzt sind wir hier. Sehr witzig, Eris. Ah nee, klar. Wir wollten ja auch in Sektor 7 und nicht in Sektor 5. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo wir sind. Und der Weg ist ziemlich egal. Geht mal aus dem Weg, Mädels.
Papa will hier durch. So. Achso, hier war der Teil. Kein Weg, der uns irgendwo lang führt. Oh, das ist wie damals. Ich habe mich auch, als ich das erste Mal Final Fantasy 7 gespielt habe, habe ich mich genau hier auch zu Tode gesucht. Und ich war glücklich, als ich zum Schluss aus dem Bereich hier draußen war. So, die Tür war zu. Hier haben wir noch irgendwas. Diese Musik, ne? Die erinnert mich die ganze Zeit an Aladdin. Ja. Hi, grüß dich. Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Cool. Was denn so? Gucken wir mal. Stimmt alles, was wir schon haben im Besitz. Ne, hier Toxin haben wir noch nicht. Die können wir noch mitnehmen. Einmal mehr ist besser. Hauptsache, wir haben eine. Besten Dank. Gerne. Aber hilft mir alles nicht weiter. Und jetzt stehst du mir im Weg, Aerith. Nee, keine näheren Informationen. Keine Menschen, mit denen ich hier gerade irgendwie die gewillt sind, vernünftig mit mir zu reden. Was ist mit dir eigentlich? Nichts rausgekommen außer Schüsse? Oh, feier. Muss wohl ein Wackelkontakt sein. Ja, schön. Schön, dass du dich so gut um deine Gerätschaften kümmerst. Oh. So, gucken wir nochmal hier Story. Begib dich zu Don Corneus. Das hatten wir. Aber trotz allem. Ich meine, wir waren da ja schon. Aber das hat ja nichts gebracht. Also begib dich dorthin. Aber das ist ja eine Sackgasse an der Stelle. So, ich meine, das sieht man ja. Die Tür ist zu. Da können wir noch so oft gegendrücken. Moment. Vielleicht, nee, wir können auch nicht auf Aerith wechseln oder so. Das wäre ja zu schön und zu lustig. Verwirrt er ist und planlos durch die Gegend er rennt. Und hier gibt es irgendwie auch kaum Leute, die mit einem reden wollen. Und hier komme ich auch nicht rein. Obwohl hier steht, dass ich da rein kann. Jetzt natürlich jeden einzelnen abklappern. Aber das bringt dann ja irgendwie nichts. Was war hier? Ach ja, hier war die Futterbude. Vielleicht finden wir hier noch Leute, die mit einem reden wollen. Oh, na guck mal. Ey, komm endlich raus da! Was ist denn hier los? Oh, schon wieder einer, der am Reihen ist. Zumindest nutzt er die Toilette. Mir ist bei übel. Tja, die Toilette ist erstmal besetzt. Hallo. Ich wollte mal gucken, wie ihr hier so euer Essen zubereitet. Sind die Hygienevorschriften eingehalten? Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, guck mal. Reispresse.
Nee, Tofu-Presse und sowas, ne? Ach, egal. Ich glaube, damit kann man alles machen. Ich versuche nochmal mit dem Typen hier zu reden. Meine geliebten Zuckerschnecken, bitte verzeiht mir. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, habt's verstanden. Dann spiele ich Dart. Ach, ich kann kein Dart spielen, das ist ja frech. Oh, mit dir kann ich ja auch reden. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Oh. Bitte sehr. Toll. Ich habe den Midgar Blues bekommen. Juhu. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Nützliches. Ich war schon voll gespannt. Hab große Augen bekommen. Richtig euphorisch. Und dann sowas. Okay. Schokobohnen, der beliebte Snack aus den Slums. Jetzt mit noch mehr Geschmack. Vielleicht sollte ich nochmal zu dem Chocobo-Händler gehen. Ich glaube zwar, dass es nicht die richtige Idee ist, aber ein Versuch kann es wert sein. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Ne, die haben abgeschlossen. So, und bei euch? Sind hier noch Leute? Sieht's mit euch aus? Ihr habt auch kein Interesse mit mir zu reden. Wundervoll. Diese gesprächigen Menschen hier überall. Okay, erzähl mir was. Alle Wünsche offen, mein Herr. Schön. Das ist nicht das, was ich wissen wollte. Ja, das Übernachten hat auch nichts gebracht. Der Weihmarkt ist schon ein beängstigender Ort. Aber Moment, wir haben ja geschlafen. Und vielleicht. Nee, hier ist schon wieder der Ausgang. Vielleicht ist jetzt die Zeit rum. Moment, was ist denn hier? Ach, der Typ. Okay, danke. Bin schon wieder weg. Okay. Einmal hier lang. Ich laufe gerade echt nur nach Minimap. Weil ich gefühlt sonst einfach nichts vernünftig sehe. Obwohl doch. Hier ist sowas wie eine Bar. Und an der Bar findet man ja eigentlich immer gesprächige Leute, außer die hier, die wollen nicht reden. Open, da steht Open. Kommen Sie gerne später wieder. Aber da steht Open! Was stimmt nicht mit dir? Oh, ist hier irgendwie was anderes? Na gut, okay, ich mach mal eine. Hallo Balloon, willkommen zurück. Gerade erst aufgefallen. Ich bin hier auf der Suche nach dem richtigen Gesprächspartner. Oh, hier kann man hoch. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Moment. Nee. Ah, aber hier geht's. Doch, ich war hier oben schon. Hey, wer bist du denn? Ach, nö. Jetzt habe ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Willst du die haben? Wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Das will ich doch gar nicht. Ja, ist echt so. Ich steck dir deinen Kopf in den Kopf oder so.
toll. Ich bekomme ja alle möglichen Musiktitel zugeschoben, die ich überhaupt nicht haben möchte. Aber ich bekomme nicht die Informationen, die mich vorantreiben. Ey, kannst mal aufhören, der Frau da die ganze Zeit... Egal. War ich hier unten schon? Hier unten war ich auch schon, ne? Ja, definitiv, hier war ich schon. Dann gehen wir hier wieder hoch. Ich brauche nochmal eine kleine Pause.